Hallo und herzlich willkommen zurück zu Joyforce. Wir sind zurück mit einem neuen Video. Ich begrüße ganz herzlich die Gefährtin. Hallo Gefährte. Hallo Gefährtin. Und ja, die neuen Sets kamen raus. Wir haben am Freitag schon erfolgreich den AAT reviewed. Erstmal vielen, vielen Dank für die zahlreichen Klicks. Mega, wir freuen uns. Deswegen auch Hallo an alle Zuschauer. Falls ihr jetzt dieses Video euch auch anschaut, mega, das freut uns. Genau. Und wir stellen euch heute das 501. Clone Trooper Pack vor. Das ist die 75280. Es haben schon einige Leute reviewed, das ist uns bewusst. Wahrscheinlich werden wir oft das Gleiche sagen. Trotzdem wollen wir euch unsere Eindrücke vermitteln und vielleicht auch unsere Kritiken an diesem doch extrem guten Battle Pack, denn es hat einige Kritiken. Soll ich erstmal die Minifiguren vorstellen, Ja, Gefährtin, und du ich film beschreibst? und wir machen das gemeinsam, okay? Okay, erstmal zwei Kampfdroiden. Ich glaube, das ist schon lobenswert, dass einfach neu zwei normale Battle-Droiden drin sind. Die kann man, wenn man Klonos nachspielt, immer gebrauchen. Also ganz normale Kampfdroiden, ich glaube, nichts Zwei Stück Besonderes. davon. Moment. Oh. Dann kommen wir zu einem normalen Trooper der 501. Eine schöne Figur, oder? Ich nehme mal kurz den Helm ab. Ich Dann könnt ihr auch das find's Gesicht erkennen. nur schade. Vielleicht versuchen das mal. Wir wissen es noch nicht, ob das klappt. Fotos eines 501. Troopers einzublenden. Ich finde es schade, dass die Arme ganz, ganz weiß sind. Weil die Und die haben. Beine meintest du Ja, ja auch, also ja. hinten. Vor allem aber die Arme, weil dort sind die ja immer blau, also die Ja. Schulterplatten. Ich finde das ein bisschen schade, weil es ist mir zu wenig blau. Verstehst du, was ich meine? Also ich Ja. finde den Helm top, aber der. Ja, du würdest halt wollen, dass noch ein bisschen mehr Unterschiede einfach sind. Genau. Also weil hier halt alles so im schönen, klaren Blau gezeichnet wurde und dann hier halt die Arme einfach weiß sind und teilweise eben auch die Beine Es sieht ein hinten. bisschen aus wie so ein billiges Kostüm, wo halt, ich weiß nicht, Es ist einfach vorne. nicht komplett fertig, Ja, ne? ich finde das ein bisschen schade. Was Genau. aber trotz allem wieder cool ist, kann ich ja mal sagen, das ist auch die Arme, die sind wieder in diesem schönen anderen Material, wie jetzt zum Beispiel der Körper oder die Beine und der Kopf, der glänzt Ja, halt auch wieder ganz schön. das stimmt. Dann kommen wir noch zum letzten. Es gibt drei davon, das finde ich cool. Drei normale Klone. Das ist krass. Eigentlich fürs Lego-Verhältnisse. Und dann ein Jet Trooper. Der taucht nur einmal kurz in der Klonus-Folge auf. Der Season 9, 7. Das müsste die achte Folge gewesen sein. Oder die neunte. Die neunte, glaube ich. Das sind Ich glaube, nochmal. es war die neunte, Ja, ja. das sind einfach Jet Trooper. Ich hätte mir persönlich, glaube ich, lieber noch einen vierten normalen 501. Gewünscht. Aber er ist auch trotzdem cool. Also sorgt jedenfalls für eine gute Abwechslung, sage ich mal. Ja, Ja. würde ich so unterschreiben. Genau. Und ich glaube, das Beste, wenn du das wieder zurückstellst, siehst, das sind keine Stud-Shooter. Ganz schön finde ich auch, dass der so einen großen Blaster hat mit vier so einem Teil. Dann sieht das nicht aus wie so eine Sniper, weißt du, was ich meine, Ja, sondern wirklich wie ein man Blaster. muss halt nur aufpassen, wie man ihn wirklich platziert, weil sonst fällt er um, weil es Genau. uns schon ein paar Ja. Mal passiert ist. Ich glaube, wir kommen dann zuerst zu den Fahrzeugen. Also, beziehungsweise können jetzt schon ein bisschen mit der Kritik anfangen. Ich finde, es wäre eigentlich cooler gewesen. Das ist ja ein 30-Euro-Set. Ich hätte mir lieber ein Battle Pack von 15 Euro gewünscht, wo halt vier normale Klone drin sind und dann vielleicht nur ein so ein Fahrzeug. Am liebsten den Speeder. Warum? Habe ich ja schon vorher erklärt. Fangen wir einfach mal mit dem Walker an. Für mich fehlt hier ein Walker-Piloten. Verstehst du, was ich meine? Ja, die sehen halt anders aus und Genau. bei der Beschreibung saß halt einfach, ich nehme mal kurz, einfach so ein ganz normaler jetzt drin. Genau. Und wenn ihr die Schlacht von Umbrella kennt, von Clonus, dann wisst ihr vielleicht, welche Klone diese, die mit diesen besonderen Helmen versuchen, ein Foto einzublenden. Und ich hätte mir dann lieber sowas wie, ja, diese vier Klone mit dem Speeder und dann vielleicht in einem einzelnen Set, den hier mit einem passenden Piloten, der vielleicht gegen zwei Kampfdroiden kämpft für
auch einen kleinen Rundenpreis oder mein Gott, dann macht ihn halt für 20 € und macht da ein bisschen mehr was rein und Soldaten von einem Bauer und dann vielleicht ein Druiden Battle Pack. Also das wäre besser gewesen. Verstehst du? Ja, ich verstehe, was du Ja. meinst. Ich wollte nur gerade, ich war, Ja. ich habe Ja. gewartet, bis du fertig bist, weil ich wollte nämlich auch noch sagen, was uns ja auch aufgefallen ist, wegen der Proportion Ja. einfach, dass dieser Walker, den haben wir neben diesen AAT-Panzer gestellt und uns ist da aufgefallen, dass das mit den Proportionen etwas eigenartig auch aussieht. Ja. Vor allem, weil dieser Panzer einfach so klein ist, wie ihr in unserem letzten Video ja auch schon mitbekommen habt. Und ja, also wir finden das jetzt nicht so schlimm, aber es sieht halt ein bisschen Er ist eigenartig extrem aus. groß. Ich meine, wenn ihr auch die Serie gesehen habt, das Ja. ist ein Klon und der steht hier und der ist nicht so hoch. Also, Nee, das also im ist. Verhältnis zu den Der ist zu Minifiguren groß, ist er einfach tatsächlich. zu Also, was groß. eigentlich krass ist für Lego, meistens ist jetzt ja proportional gesehen zu klein. Ist ja auch logisch. Aber der ist einfach zu groß geraten, meiner Meinung nach. Auch ein bisschen. Vielleicht, was man hier noch sagen Ja, kann. ich wollte gerade einhaken, weil Ja. wir eigentlich noch nicht Wir fertig wollen. waren. Wir wollten denen ja noch beschreiben, was man mit dem alles so machen kann. Also hier, dieses Teil kann man einmal hin und her bewegen. Das Das ist ist halt so cool. eine Kanone, die man auch abfeuern kann Ist mit halt ein diesem Teil. Start-Shooter. Genau. Ich hätte es cooler gefunden, wenn es ein normaler Blaster wäre. Das wär best, also würde besser aussehen. Aber ich glaube, das kann man selbst dran montieren. Ich finde die Beine, die Füße cool designt Ja, irgendwie. und da kann ich dann auch gleich sagen, da sind auch die meisten Sticker Ja, das draufgegangen ist bei meine den Kritik Beinen. auch am Set. Es sind so viele Sticker. Waren es nicht 8 Sticker oder Ich glaube, es 9? waren 8 Sticker. Du hast dich einmal falsch geklebt Ja, ich habe die und dann. einmal falsch geklebt, weil ich die Anweisung nicht richtig verstanden hatte, nämlich bei dem hier. Ich weiß jetzt Ja. nicht, ob man das sehen Also kann. das hier vorne ist halt alles voller Ja, Sticker. also gleichweise die Teile hier und halt die auf der Genau. Seite. Was ich cool finde, ist hier das 501. Zeichen da. Ja, und die kann man halt hier auch noch Ja. so aufklappen. Sieht man das vielleicht auch Ja. besser? Aber ich finde es mega, dass. Ich finde es. Wie gesagt, es ist cool, der Walker ist cool, aber ich finde ihn einfach ein bisschen zu groß. Und man kann die Beine hier Ja. auch hin Genau. und her bewegen. Das Genau. ist auch relativ cool. So. Dann kommen wir zum letzten, zu dem Speeder. Ich glaube, was hier lobenswert ist, da sind noch zwei normale Blaster verbaut. Das heißt, ihr bekommt 8 Blaster in diesem Set. Mega. Also wirklich top. Also man kann halt wirklich sagen, man bekommt nicht nur so viele Minifiguren, eben auch noch so viele Blaster Für mit dazu. Lego-Verhältnisse Das extrem viele ist Figuren sehr, seit. sehr Ja. ungewöhnlich. Ja. Nee, also der Speeder ist ganz gut. Was will man sagen? Das ist ein guter Speeder, man kann ihn in jede Welt einsetzen. Macht die Start-Shooter höchstens vorne weg. Die brauche ich jetzt unbedingt, nicht unbedingt, Die kann man aber auch wieder abfeuern. genau. So. Also, Und hier halt die Sticker. Kann ich auch ich gleich finde, noch also mit was ich mega draufpacken. finde am Set, dass die sich getraut haben, so ein 501. Pack rauszubringen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es für mich ein bisschen zu teuer ist für. Also es wäre cool gewesen, wenn es einfach zwei Battle Packs gewesen wären und ja, entweder halt ein Battle Pack, wo die vier drin sind und dann halt so ein Set, wo so ein passender Pilot dabei ist. Aber das sind Mini-Kritiken. Ich finde das Set super. Wir werden es auch mehrmals kaufen. Kauft dieses Set, es Also ich ist glaube, so wertvoll. im Fazit kann man auch sagen, dass uns das eigentlich schon besser gefällt als dieser Ja, AAT. aber mit Abstand. Ja. Genau. Ich weiß nicht, hast du nicht vorhin den zum 332. Trooper irgendwo gehabt? Dann hätten wir den. Ich hole den. Ich habe ihn. Genau, vielleicht einmal zum 1, 2, 3 Ja, zum jetzt sind sie alle Vergleich. umgefallen. Hier sind die 501. Trooper, die ihr in diesem Set bekommt. Vielleicht bringt Lego ja mal im nächsten Set noch einen Rex raus, einen Captain Rex, und dann ist Kann alles man das gut. super Jo. kombinieren? Ja, gefällt Ihnen? Ich glaube, das war's mit diesem kleinen Review. Ich glaube, wir haben alles erwähnt. Ja. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Viel Spaß mit den neuen Lego-Sets. Wir wissen Und. nämlich, einige haben sich schon welche gekauft, Ja. nämlich auch genau dieses und das hat uns sehr Jeder hat sich gefreut. dieses gekauft. Ja, nicht, ich meine jetzt die Ja. wir etwas näher privat kennen, deswegen Ja. hat uns das eigentlich sehr, sehr gefreut. Ja.
Nein, dann wünsche ich euch einen schönen Start in die neue Woche und viel Spaß mit dem Set. Tschüss! Tschüss!